aus Kiel hat eine unglaublich weite Reise hinter sich. Hier ist er für uns, Thorsten Wolf! Ninjas. Ninjas sind cool. Sie haben keine Freunde, coole Klamotten und reden nicht viel. Das gefällt mir. Ich will auch ein Ninja werden. Ich habe auch keine Freunde und rede nicht viel. Außer mit Paul, dem Hamster. Der heißt wirklich so, weil er ein Hamster ist. Eigentlich ist Paul schon mein Freund, aber damit muss jetzt Schluss sein. Als Ninja muss man schließlich Opfer bringen. Und er kann froh sein, dass ich nicht Satanist werde. Paul guckt am liebsten Filme mit Panzern. Gerade kommt was mit Schlachtschiffen. Das findet er auch gut. Aber ich schalte um auf Kabel 1, denn da kommt ein Dokumentarfilm über Ninjas. Die Schwerter der Shaolin. Schreibe Shaolin auf die Liste, was ich noch bei Wikipedia nachlesen muss. Eine Gruppe Ninjas schleicht auf das Kloster der Shaolin zu. Die Mönche da sind eigentlich voll die Opfer. Aber wegen Geschichtsfälschung gewinnen sie am Ende trotzdem. Ninjas werden im Film immer genauso mies behandelt wie Nazis und müssen am Ende verlieren, sonst darf das nicht gesendet werden. Darum sind die Deutschen in Filmen auch immer zu blöd, eine Brücke zu sprengen. Fand Nazis auch mal total cool, bis ich wegen Holocaust-Leugnung angezeigt wurde. Schreibe Holocaust auch nochmal auf die Liste. Weil ich schon wieder vergessen habe, was das war. Wer weiß, vielleicht werde ich ja Nazi-Ninja. Nur die weißen Kapuzenmäntel finde ich total uncool. Außerdem bin ich nicht gegen Neger. Neger wären nämlich die perfekten Ninjas. Weil die auch im Gesicht schon schwarz sind. Ich wünschte, ich wäre auch ein Neger. Ein Ninja-Nazi-Neger. Das wäre cool. Aber zuerst brauche ich ein Ninja-Schwert. Das ist nicht einfach, weil so ein Ninja-Schwert ja 20 Mal gefaltet sein muss. Und Stahl kann man nur so ein bisschen rumbiegen, aber nicht falten. Darum versuche ich Alufolie. Aber die wird nach 10 Mal Falten so dick, dass man nicht mehr weiterfalten kann. Das hat was mit Origami zu tun. Kaufe mir darum ein Ninja-Schwert bei Amazon für 17,95 aus Edelstahl mit Blutrinne. Der Paketbote klingelt 2 Tage später, als ich gerade mit schwarzer Tusche Haikus schreibe. Ich bin sofort an der Haustür, aber da ist er schon wieder verschwunden. Wahrscheinlich auch ein Ninja. Immerhin hat er eine Paketkarte hinterlassen. Bin trotzdem enttäuscht, aber verkneife mir das, denn ein Ninja kennt keinen Schmerz. Da sind keine Gefühle, da ist nur Hass und Wut. Genau die richtige Stimmung, um nicht Yoga zu machen. Weil dann das Karma voll mies drauf ist. Hätte mich aber trotzdem warnen können, statt eingeschnappt zu sein, habe prompt einen Yoga-Unfall und bekomme die Hand nicht mehr aus der Nase. Komme bis zum Morgen aber wieder frei und kann endlich zur Post gehen. Mein Schwert ist da und sogar original made in Taiwan. Gehe damit gleich mal in die Fußgängerzone und übe unsichtbar sein. Dazu muss man bloß im Ninja-Kostüm dastehen und die Leute ohne zu blinzeln anstarren. Dann wirkt der Ninja-Zauber und alle gucken ganz schnell in eine andere Richtung. Jetzt mit Schwert klappt das gleich noch besser. Könnte ich den ganzen Tag lang machen. Mache ich auch. Auf dem Heimweg muss ich noch schnell in den Supermarkt. Knall aber voll gegen die Schiebetür, weil die nicht aufgeht. Wie auch, bin ja immer noch unsichtbar. Also ziehe ich das Ninja-Cape aus und tanze nackt vor dem Sensor.
Die Fußgängerzone leert sich jetzt schnell. Mir fällt auf, dass vor einer Stunde Ladenschluss war. Ich frage zwei Frauen mit bunten Haaren, ob sie mal kurz mein Schwert halten können. Damit ich mir mein Ninja-Mäntelchen überziehen kann. Diplomatie war nie eine Stärke von Ninjas. Aber sie würden niemals einen nackten Mann mit seinem eigenen Schwert angreifen. Aber ein Ninja kann da nicht einfach aufgeben. Denn das Schlimmste für einen Ninja ist, wenn er sein Gesicht verliert. Noch schlimmer ist nur, wenn er außerdem noch ein Bein verliert. Aber Beinprothese und Augenklappe sind auch total cool. Habe gestern Fluch der Karibik gesehen. Vielleicht kann ich ja auch Pirat werden. Nein, Ninja-Nazi-Neger-Pirat. Das wäre cool. Vielen Dank.